Hallo ihr Lieben, nicht erschrecken, ihr seht mich jetzt mal außerhalb meines Vlogs, ungeschminkt und alles. Ich bin gerade am Video schneiden und ich habe jetzt eine Stunde daran rumgefriemelt, die Farbe von dem Video hinzukriegen und alles schön zu machen, aber ich gebe es jetzt auf. Ich mache das Video jetzt in schwarz-weiß, weil sonst die Lichtschwankungen und alles viel zu extrem wären und das nervt mich. Und ja, ich dachte, ich sage euch einfach nur mal kurz Bescheid, dass ihr euch nicht wundert, warum ihr ein Video in schwarz-weiß bekommt. Es ist normal, es ist gewollt, es hängt an den Lichtschwankungen. Ich hatte keine Lust, stets und ständig blau und gelb und rot zu sein im Gesicht. Also verzeiht mir jetzt dieses Video. Vielleicht findet ihr es ja auch ganz cool. Also wenn ihr öfter mal ein Video in schwarz-weiß oder so mit Filter haben wollt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich starte jetzt mit dem Video. Bis dann. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei gelesenen Bücher gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Morgen kommt ein neuer Himmel von Laurie Nelson Spiegelman. Ich habe dieses Buch ja von einer Freundin zum Geburtstag mitbekommen und da hatte sie echt einen Glückstreffer gelandet, weil ich bin schon ewig um dieses Buch drum rumgeschlichen und habe immer gedacht, kaufst es dir nicht, ist das was für dich, ist das nichts für dich? Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen hat mir die Geschichte richtig, richtig gut gefallen. Ich habe den ganzen auf Goodreads auch 5 Sterne gegeben. Ganz einfach, dieses Buch hat mich zum Lachen gebracht, dieses Buch hat mich zum Nachdenken gebracht und dieses Buch hat mich auch zum Weinen gebracht. Und wenn ein Buch das alles vereint, dann muss ich dem Ganzen einfach 5 Sterne geben. Dann sagt mein Bauch so, volle Punktzahl, das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich erkläre euch jetzt aber erstmal ganz kurz, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In dieser Geschichte geht es um Brett Bollinger und Brett ist ein Mädchen. Also sie wird geschrieben wie unser Brett, also B-R-E-T-T. Ich weiß nicht, wie man das richtig jetzt ausspricht. Auf jeden Fall ist es so, dass die Mutter von Brett gestorben ist und zur Testamentseröffnung erfährt Brett, dass sie ihr Erbe nicht einfach antreten kann, sondern dass das an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, denn ihre Mutter wollte, dass Brett ihr Leben ändert und neu ordnet und neu strukturiert, denn sie hatte immer das Gefühl, dass Brett in ihrem Leben nicht so glücklich ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und sie hat eine Liste von Brett, die sie mit 14 erstellt hat, eine Lebensziele-Liste und diese soll Brett jetzt abhaken. Also einige Punkte hat die Mutter durchgestrichen, einige sind natürlich schon erledigt und die anderen Punkte soll Brett innerhalb von einem Jahr erledigen und abhaken, dann bekommt sie erst ihr Erbe. Brett weiß natürlich gar nicht, was sie von der ganzen Scheiße halten soll, aber sie möchte ja eigentlich auch ihr Erbe haben und denkt sich dann so, okay, ich gucke mir jetzt die Liste an und versuche alles abzuhaken. Das sind Dinge auf der Liste, wo sie sich fragt, ob ihre Mutter eigentlich noch ganz bei Verstand gewesen ist. Und so beginnt Brett die Liste Stück für Stück abzuhaken. Und ob sie es schafft, innerhalb dieser Jahresfrist alle Punkte auf der Liste zu erfüllen, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, zur Handlung erstmal, dass ich die Handlung an und für sich wirklich richtig gut fand. Dieses Buch ist natürlich sehr übertrieben und absolut weit hergeholt. Also man kann ja nicht von Realismus sprechen, dessen muss man sich bewusst sein. Denn allein die Tatsache, dass eine Mutter zu ihrer Tochter sagt, du änderst jetzt dein Leben komplett, weil diese Punkte, die auf der Liste stehen, bringen eine komplette Änderung ihres Lebens mit sich, ist eher unwahrscheinlich, dass eine Mutter ihrem Kind sowas antun würde. Und ja, also von daher ist die Geschichte an und für sich schon weit hergeholt. Und wie sich das alles in diesem Buch auch zufällig fügt, ist natürlich auch absolut weit hergeholt. Also man kann jetzt hier nicht von einer sehr realistischen Geschichte sprechen, aber dessen muss man sich einfach mal bewusst sein, wenn man dieses Buch liest. Und dann ist es auch ganz, ganz toll. Also ich muss sagen, dass mir die Handlung wirklich richtig gut gefallen hat, wie sich am Ende wirklich alles so gefügt hat und wie am Ende das alles in sich gegriffen hat, die ganze Geschichte, fand ich wirklich richtig gut. Also wie gesagt, von der Handlung absolut weit hergeholt und dezent unrealistisch, aber wirklich richtig gut und es hat auf jeden Fall rundum gepasst. Die ganze Handlung war am Ende in sich abgeschlossen. Es war ein schönes Ende. Ich bin mit dem Ende absolut zufrieden. Das Einzige, was ich zum Thema Ende sagen kann, ist, dass es mir ein bisschen an und für sich zu plötzlich kam, weil es ist so immer, wenn Brett ein Lebensziel erreicht hat, dann hat man einen Brief bekommen von der, also dann hat sie einen Brief von der Mutter bekommen, der dann vorgelesen wurde, den man dann als Leser natürlich mitgelesen hat. Und das war immer so ein bisschen so, oh, wie schön. Und die Geschichte endet quasi, dass sie noch ein paar Lebensziele in dem Moment noch nicht erreicht hat. Und dann kommt das Ende und dann machen wir einen Sprung in den Epilog und da wird dann das alles nochmal aufgelöst, wie das Ganze jetzt ausgegangen ist. Und da hätte ich mir einfach gerne mehr gewünscht. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man auch von den letzten Lebenszielen
noch die Briefe gelesen hat, also von denen, die sie erreicht hat. Und ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das hätte die Geschichte für mich komplett gemacht und rund gemacht. Aber ansonsten von der Handlung her kann ich sagen, alles richtig toll. Und ich mag die Handlung total gern. Und ja, I like. Ich muss den Akku wechseln. Verdammte Hacke. So, den Akku habe ich jetzt mal fix gewechselt. Die Handlung hatten wir ja gerade. Komme ich mal zu den Charakteren. Was unsere Protagonistin Brad betrifft, ich mochte sie total gerne. Ich konnte sie auch eigentlich immer gut verstehen, bis auf so 2, 3 Punkte in dem Buch, wo ich so dachte, so, irgendwie, was? ja, ich habe das Buch ja auch mit der Sina zusammen gelesen. Also nicht mit der von Wörtern gefesselt Sina, sondern mit einer anderen Sina. Und Sina hat einen Blog, den verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch ja mit Sina zusammen gelesen und Sina hat auch gesagt, irgendwie sind die Handlungsweisen der Protagonistin, wie alt ist sie? Weil die Protagonistin ist in diesem Buch auch schon 34 Jahre alt. Bei manchen Handlungsweisen der Protagonisten hat man sich einfach wirklich nur gefragt, so, hä? Wieso tut die das jetzt? Aber ansonsten im Großen und Ganzen mochte ich Brad total gerne. Dann gibt es hier natürlich noch ganz viele Nebencharaktere. Ein weiterer Charakter, der hier noch sehr mit eine große Rolle spielt, ist der Anwalt, der Nachlassverwalter, also der, der das alles beobachtet. Der heißt Brad, sie heißt Brad und er heißt Brad. Und ja, der spielt auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wie gesagt, der tut das alles überwachen und sie auch immer motivieren und auch immer wieder auffangen, wenn es ihr mal nicht so gut geht. Und auch den mochte ich total. Also der war mir total sympathisch, dieser Anwalt. Ich war auch mit Sina eine Zeit lang an dem Punkt, wo wir uns gewünscht hätten, dass Brad am Ende mit dem Anwalt zusammenkommt. Kann ich euch jetzt mal verraten, das wird nicht passieren. Das spoilere ich euch aber nicht, weil das wird relativ schnell klar, dass das nichts wird. Und ja, aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht hätte, ja, die würden schön zusammenpassen, die verstehen sich so gut und naja, gut. War halt nicht, aber ansonsten, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist, ja, war einfach schön. Die anderen Charaktere, also die Nebencharaktere, haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich habe nur ihre Familie teilweise immer nicht verstanden, wie sie behandelt haben. Also teilweise waren die sehr schroff zu ihr und absolut verständnislos, wo ich mir gedacht habe, so, warum macht ihr das? Das ist eure Schwester, eure Schwägerin oder sonst was und ihr behandelt die gerade so kacke. Merkt ihr es noch? Also fand ich teilweise die Reaktionen von der Familie nicht cool und konnte ich auch irgendwie nicht verstehen, weil eigentlich stand die Familie sich schon nahe, aber irgendwie auch nicht. Also ja, aber mal abgesehen davon haben mir auch die Nebencharaktere, die in diesem Buch vorkamen, alle wirklich richtig gut gefallen. Ich kann jetzt nicht viel zu den Nebencharakteren sagen, weil sonst würde ich euch auch wieder ziemlich viel verraten von der Story und das möchte ich nicht. Aber wie gesagt, so im Großen und Ganzen die Charaktere fand ich richtig gut, haben mir richtig gut gefallen und ich konnte mich gut in sie hineinversetzen, außer so, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten. Ansonsten zum Setting können wir nicht viel sagen, weil das Ganze spielt natürlich in unserer Welt. Es spielt in Chicago und teilweise auch in Seattle und die Beschreibungen an für sie sind okay, also man weiß, wie es dort gerade aussieht. Sie sind aber nicht zu ausladen und zu betrieben, was ich auch sehr, sehr gut fand und was mir richtig gut gefallen hat. Aber da jetzt hier die Umgebung, das Ganze drumherum eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, ist das natürlich auch mehr in den Hintergrund gestellt worden, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm fand, denn hier stehen wirklich die Charaktere im Vordergrund in dieser Geschichte und das fand ich wirklich gut. Aber so im Großen und Ganzen, man weiß, wo die Protagonistin gerade ist, man weiß, wie es dort aussieht und ja, auch die Szenenbeschreibungen von den Zimmern und dem Ganzen war auch total ausreichend, hat mir auch gut gefallen. Und ja, vom Setting her kann ich auch nur sagen, war es okay, auch wenn es sehr verhalten war und dieses Buch nicht so massig Umschreibungen hat, was auch absolut nicht schlimm ist. Auch die Charakterbeschreibungen fallen hier relativ dürftig aus, teilweise, aber das fand ich auch nicht schlimm, weil man bildet sich ja so nach und nach sein eigenes Bild zu diesem Charakter und ja, fand ich gut. Was haben wir noch? Den Schreibstil. Zum Schreibstil kann ich nur sagen, dass sich dieses Buch einfach wahnsinnig toll lesen lässt. Laurie Nelson Spielman hat eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise. Ich mochte, wie das Ganze erzählt wurde. Ich mochte die Dialoge total gern. Die waren nicht überzogen, die waren nicht übertrieben, die waren einfach wirklich ganz normal und ehrlich und ja, hat mir richtig gut gefallen vom Schreibstil her. Wie gesagt, ich bin sehr gut durch das Buch gekommen und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal Lust auf eine Geschichte habt, die euch vielleicht nochmal wachrüttelt und sagt, pack dein Leben an, räum es auf und gib deine Träume nicht auf, dann sollte man sich dieses Buch auf jeden Fall mal angucken. Das ist so ein bisschen so ein lebensbejahendes Buch und ein Buch, was einem nochmal aufzeigt, dass es nie zu spät ist im Leben etwas zu ändern, wenn man es wirklich will. Und diese Grundmessage, die da übermittelt wurde, fand ich auch wirklich ganz, ganz toll und ja. Tolle Charaktere, tolle Handlung, auch wie gesagt, wenn sie dezent weit hergeholt ist und übertrieben. Aber ich mochte die Geschichte total gern und kann sie euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr mal Lust auf so eine Geschichte habt, dann schaut euch Morgen kommt ein neuer Himmel auf jeden Fall mal
mit an. Das war das gute Buch, was ich gelesen habe. Kommen wir jetzt zu diesen beiden Büchern, Crossfire Versuchung und Crossfire Offenbarung. Also einmal vorweg, ich habe diese Bücher ultra schnell gelesen, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich beim zweiten Teil ab der Seite 100 oder so quer gelesen habe, bis zu den letzten 100 Seiten, weil das war einfach nur nerviges Hin und Her zwischen den Charakteren und so ein ja, nein, und du denkst dir so, ach, kriegt euer Leben auf die Reihe. Ich erkläre euch erstmal ganz kurz, worum es in diesen Büchern eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Eva oder Eva, je nachdem, wie man es jetzt aussprechen mag. Und sie ist mit dem Studium fertig und ist jetzt nach New York gezogen und ja, fängt jetzt an zu arbeiten und arbeitet in einer Werbeagentur und ist dort Assistentin eines Projektleiters quasi, und der Job macht ihr auch ultra viel Spaß. Diese Agentur befindet sich im sogenannten Crossfire Building und dieses Gebäude gehört Gideon Cross. Und diesen lernt Eva quasi an ihrem ersten Tag kennen, also an dem Tag eigentlich, bevor sie mit der Arbeit anfängt, denn sie geht dann nochmal dorthin und läuft die Strecke ab, damit sie auch weiß, dass sie pünktlich kommt und wie lange sie braucht, und ja, trifft dann dort an diesem Tag, wo sie dorthin geht, in der Empfangshalle Gideon Cross, und dann ist sofort diese ultra tolle Anziehung zwischen den beiden, die keiner versteht, und sie fühlen sich sofort zueinander hingezogen und es prickelt zwischen den beiden, und ja, so nimmt die Geschichte ihren Lauf, die beiden kommen sich natürlich näher, und Gideon Cross ist auch ein Mann, der weiß, was er will. Er ist ein sehr dominanter Mann, und wenn er etwas will, dann kriegt er es auch. Und so schafft er es, Eva natürlich zu einem Date oder wie auch immer man das nennen möchte, zu überreden. Und ja, so nimmt die Geschichte der beiden ihren Lauf, die kommen dann natürlich zusammen, und ja, die Beziehung der beiden ist aber nicht so ganz einfach, denn beide haben ziemliche Probleme mit ihrer Vergangenheit. Sie sind beide absolut bindungsgestört und absolut verschlossene Menschen. Und so versuchen die beiden dann irgendwie miteinander erstmal klarzukommen und eine Basis für eine mögliche Beziehung zu schaffen. So, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Also im zweiten Teil geht es dann eigentlich mehr darum, der Beziehung, die die beiden dann haben oder halt auch nicht haben, eine Chance zu geben und zu gucken, ob das überhaupt funktionieren könnte, ob die beiden damit klarkämen. Und was soll ich sagen, also das erste Buch habe ich noch sehr schnell gelesen, auch wenn es mich tierisch genervt hat, denn diese Bücher sind ja komplette Erotikromane und die bumsen wirklich in jedem Kapitel. Auf jeder dritten Seite fallen die übereinander her und das ging mir so auf den Sack. Ich habe nichts gegen Erotik, aber bitte nicht jede dritte Seite. Also das ist, also nee. Das ist nicht mein Fall und das war mir auch in diesen Büchern definitiv zu viel davon. Außer hier im zweiten Teil, die letzten 100 Seiten, die fand ich echt richtig gut. Da waren die dann nämlich getrennt. Ich spoilere euch jetzt einfach mal, da waren die dann nämlich getrennt und dann passiert da noch ein Mord und dann muss das noch aufgeklärt werden. Und das war wirklich richtig spannend und interessant, das zu lesen. Und wie gesagt, da war nicht jede dritte Seite mal eine erotische Szene oder so, sondern das war einfach mal Inhalt. Und da ist einfach mal was passiert in der Geschichte. Und das fand ich wirklich cool zum Ende hin vom zweiten Teil, aber das hat es jetzt für mich leider nicht rausgerissen. Wie gesagt, ich kann nur sagen, die Handlung, nee, es geht um zwei bindungsgestörte Menschen, die versuchen, eine Beziehung zu führen. Die beide natürlich mit ihrer Vergangenheit kämpfen und ihre Vergangenheit hinter sich lassen müssen. Und ja, es war nicht mein Fall von der Handlung her. Da gibt es ja jetzt noch 3 weitere Bände, 3, 4 und 5. Die werde ich definitiv mir nicht kaufen. Wenn es mich irgendwann mal packt, die zu lesen, leihe ich mir die von einer Arbeitskollegin aus. Die hat die nämlich und ich finde die ganz, ganz toll. Ich kann es nicht verstehen, dass die sie so toll findet. Ich verstehe nicht, was sie an den Büchern so toll findet, ganz ehrlich. Also ich sage, von der Handlung her war es nicht meins. Die Charaktere, ja, dadurch, dass die beiden absolut so gestörte Menschen sind, mit dem, was in der Vergangenheit von den beiden passiert ist, ich kann verstehen, dass die beiden absolute Probleme haben. Ich kann verstehen, dass die nie eine normale Beziehung führen können. Ich kann verstehen, dass die Therapie brauchen, aber ich kann mich halt in sowas nicht hineinversetzen, weil ich kann sowas einfach nicht nachvollziehen. Gott sei Dank, ich hatte eine normale Kindheit. Mir ist nie irgendwas Schlimmes in diese Richtung zugestoßen, Gott sei Dank. Und ja, deswegen kann ich mich da schwer in solche Leute und Situationen hineinversetzen und kann das halt auch einfach nicht nachvollziehen. Und das war mir einfach zu viel Gestörtes hier in dem Buch. Also, sie klammert total, er hat nur Geheimnisse vor ihr und sie versteht das nicht und er versteht es auch nicht, dass sie ihn nicht versteht, und es war mir einfach zu viel. Zu den Charakteren kann ich absolut nicht sagen, wie gesagt, ich konnte mich nicht in sie hineinversetzen, ich konnte das Ganze nicht nachvollziehen, also war jetzt auch nicht so mein Fall. Vom Setting her spielt das Ganze ja auch nicht wirklich eine Rolle, wir sind in New York.
das tut jetzt eigentlich auch nicht zur Sache. Wir könnten jetzt genauso gut das Ganze nach L.A. verschieben oder nach Chicago oder sonst wohin. Das ist eigentlich völlig wurscht und ja, hat jetzt hier nicht wirklich eine Rolle gespielt in dem Buch. Der Schreibstil von Sylvia Day, ja, also es lässt sich echt ultra leicht lesen. Also ich bin echt sehr, sehr schnell durch die Bücher durchgekommen. Aber es ist halt nichts Besonderes. Also es ist ein ganz schlichter, einfacher Schreibstil, aber es ist jetzt halt auch nichts Besonderes, ne? Also, ja. Ich kann von diesen Büchern echt nicht viel sagen, weil hier waren so viele Dinge drin, wo ich nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Situationen, die beiden heraufbeschworen haben, wo jeder normale Mensch sich an den Kopf fasst. Wo ich mir aber auch denke, dass die Autorin ja auch schon dezent Knack haben muss, ne? Wenn man sich sowas ausdenkt. Also, ich weiß nicht, ich kann zu diesen Büchern nicht viel Gutes sagen. Ja, also ich würde mal sagen, wer gerne Bücher liest mit viel Erotik, wo die wirklich andauernd übereinander herfallen und das auch sehr im Vordergrund steht, wo die keine Probleme damit haben, so eine Geschichte zu lesen, wo die Leute bindungsgestört sind und allgemein gestört sind aufgrund dessen, was sie in der Vergangenheit erlebt haben, der kann sich die Bücher gerne mal angucken, alle anderen sage ich, lass die Finger weg. Also ich würde es aktiv niemandem empfehlen. Es gibt sicherlich einige Leute, die das ganz, ganz toll finden. Ich gehöre nicht da dazu, meins war es definitiv nicht. Da soll nochmal einer über Shades of Grey herziehen. Also ich fand das hier noch schlimmer als Shades of Grey. Und ja, also es war absolut nicht mein Fall. Ich kann zu diesen Büchern auch jetzt nichts weiter sagen. Also, nee, ich habe sie gelesen. Ihr wisst Bescheid, dass ich sie gelesen habe, aber war jetzt absolut nicht mein. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher und ja, wenn ihr eins von den Büchern gelesen habt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall sehr. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.